Willkommen zum Podcast von ICF Karlsruhe. ICF ist aus dem Traum entstanden, Kirche für Menschen wieder dynamisch, lebensnah und zeitgemäß zu gestalten. Willkommen. Ich freue mich, heute da zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Das ehrt mich wirklich ganz fest. Ich mache das so gerne. Und trotzdem muss ich euch ganz ehrlich gestehen, die letzten Tage, jetzt war für mich nicht so einfach, immer diese Vorbereitung vorher, bevor ich dann an einen Ort gehe, da geht es mir meistens nicht so, so gut. Ich bin immer ein bisschen schwermütig und ich kann nicht mal sagen, warum. Einfach, weil ich mich so schwer tue und ich immer denke, ist das genau das, Herr, ist es das heute Abend, was du sagen willst? Ist es gut oder hast du noch was auf dem Herzen, was ich vielleicht vergessen könnte? Und ich merke immer wieder, dass Gott mich dann ruft in diese Stille, bis still und sagt, schau, meine Gnade genügt. Es ist okay. Dein Sein genügt mir, ich kann den Rest tun, wenn du mich lässt, wenn du mir nicht im Weg stehst. Und jetzt, wo ich da bin, geht es mir wieder gut, mein Herz ist gefüllt und ich bin sehr, sehr gespannt auf heute Abend. Und ich wünsche mir so sehr, dass Gott dein Herz berühren darf. Es geht heute nicht unbedingt um das, was ich sage. Ich glaube wirklich, dass Gott heute auch sprechen wird, weil es ist ein toughes Thema, still zu werden, weniger zu machen. Prioritäten richtig zu setzen. Es ist etwas ganz Schwieriges für uns. Und ich weiß, dass Gott dich heute rufen wird, dich herausfordern wird und dich challenged heute, vielleicht Sachen in deinem Leben anzugehen, damit du eine neue Richtung bekommst in deinem Leben. Genau, eben, ihr habt schon gehört, ich muss mich ja nicht mehr vorstellen. Ich habe im ICF, habe ich 10 Jahre das Worship Ministry geleitet als Worship-Leiterin und bin jetzt, habe ich dann gekündigt, bin immer noch ein Teil vom Team, aber nicht mehr die Hauptleiterin. Worship aber nach wie vor in der Kirche und bin eben als Referentin unterwegs, ab und zu auch in der Schweiz und ab und zu in Deutschland. Und genau, wir wohnen auf diesem Bauernhof und Gott hat uns eigentlich vor 5 Jahren gerufen, auf diesen Hof zu gehen. Es ist mein Elternhaus, ich bin so aufgewachsen als Bauernmädchen und ich habe als Kind immer gesagt, ich gehe nie mehr auf diesen Hof, nie mehr. Ja, wie das so manchmal ist, ja, weil wir leben sehr abgelegen, also kein Haus rundum, nur Wald, die Kinder haben 3 Kilometer Schulweg, müssen sie runter ins Tal. Gut, das ist ja nicht so schlimm, aber wir fahren, vorher haben wir immer um die Stadt gewohnt und jetzt sind wir auf diesem Hof und auf diesem Hof ist es still. Man hört die Vögel und den Bach und ab und zu die Düsenjets. Sonst ist es still. Und ich wusste nicht vor 5 Jahren, als Gott uns rief, ich dachte, er will mich strafen, dass ich dorthin gehen muss wieder. Und heute weiß ich, er hat das Beste getan für mein Herz überhaupt, weil es ist ein Ort, wo ich zur Ruhe kommen kann. Es ist ein Ort, wo ich, wenn ich nach Hause komme, bin ich automatisch in der Ruhe, weil es ein Ort ist, der des Friedens, eine Quelle, wo lebendiges Wasser fließen kann, wenn du nicht immer 100 Sachen hast. Und heute möchte ich euch ein bisschen erzählen, was das bedeutet für mein Leben, still zu werden, was es für mein Leben bedeutete, diesen Prozess zu gehen, zu diesem Ort, wo ich heute bin, oder an diesem Ort, wo ich heute sein darf. Genau. Also. Ja, wir leben ja in einer Gesellschaft. Ich denke, das ist in Deutschland wie in der Schweiz dieselbe. Eine Gesellschaft, die einfach crazy ist im Machen. Also wir sind eine so starke Machergesellschaft. Wir sind getrieben vom Leisten. Und das fängt ja schon ganz, ganz klein an, wenn die Kinder in den Kindergarten kommen. Schon da kommen die ersten Gespräche. Dieses Kind spricht nicht richtig, es braucht Logopädie. Dieses Kind müsste das. Ich denke, es braucht Sonderbehandlung. Ich denke, es kommt so. Und dann dieser Druck, diesen Druck, den die Kinder schon ganz, ganz klein bekommen und dann mitnehmen ins Erwachsenenalter, in die Ausbildung. Dann musst du einen Beruf lernen und am besten natürlich 2 und am besten musst du dich noch weiterbilden, damit du noch mehr verdienst. Das ist wirklich crazy und das wurde mir wieder so richtig bewusst. Ich war vor einer Woche noch in Afrika. Ich habe mit meiner Familie, waren wir bei Vision for Africa in Uganda, waren wir 3 Wochen. Und ich meine, diese Leute dort, die kennen kein Burnout. Die,
die kennen keinen Stress, die haben Zeit für Spontanes, natürlich, sie haben sehr viel anders, haben sie nicht, was wir haben, was gut ist. Aber es wurde mir wieder so bewusst, was wir eigentlich hier haben an Armut. Es ist für uns ein Gewinn, viel tun zu können, viele Möglichkeiten zu haben, und das stimmt auf die eine Seite. Aber auf die andere Seite glaube ich, dass es ein Riesenverhängnis ist für uns, dass wir nicht herausfinden können. Wir sind so getrimmt, irgendwas zu leisten und was zu werden, um herauszufinden zu können, wer wir wirklich sind. Was Gott in uns hineingelegt hat. Wer ich wirklich bin. Weil machen macht mich nicht aus. Das wissen wir alle. Und trotzdem ist es bei fast allen das Problem, dass wir uns übers Machen definieren und das Machen uns Identität gibt. Die Karriere, die steht bei vielen Leuten zu oberst hier in Europa. Und ich merke auch bei Müttern, Mutter sein, nur Mutter sein, das ist nicht easy. Wenn du nur Mama bist, dann werden die Leute sagen, ah, du bist nur Mama, arbeitest du noch? Nein, sorry, ich mache nichts, ich bin nur Mama. Ja, ihr wisst, was ich meine. Es gibt dieses Gewissen, zu Hause zu sein und das Gefühl zu haben, ich tue doch nichts. Ich müsste wieder einen Tag schaffen, arbeiten. Und gell, das gibt Situationen, wo die Frau arbeiten gehen muss, das ist ganz klar, ich spreche auch nicht von diesen Situationen. Beide arbeiten und die Kinder gehen in die Krippe bei uns in der Schweiz, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, schießen die Krippe aus dem Boden wie Pilze, dass die Kinder möglichst 5 Tage die Woche dort sind und die Eltern arbeiten können, damit sie den Kindern mehr leisten können. Ein eigenes Haus besitzen, sich gesund ernähren, ja, die Werbung ist ja auch crazy, was man alles tun sollte, was nicht. Ich habe das Glück, ich wohne auf einem Biohof, hä? Ich habe gesundes Gemüse. So doof, sorry. Gut, das war einfach ein Scherz, genau. Sport ist wichtig, ja, man muss wirklich gut aussehen in der heutigen Gesellschaft. Das ist wirklich auch ein Riesenstress. Man vergleicht sich noch und noch, und das ist für mich kein Wunder. Weil uns lehrt die ganze Gesellschaft, die ganze Werbung lernt dich, dass du gesund dich ernähren musst, dass du Sport machen musst, dass du gut aussehen musst. Und dann bist du jemand. Stimmt. Und wenn wir das nicht sind, dann kämpfen wir mit diesem Minderwertgefühl, mit diesem Gefühl von, ach, ich muss besser sein, ich muss anders sein. Ich muss mich irgendwie beweisen, ich muss irgendwie und irgendwo. Und dann müssen wir Ferien machen, mindestens einmal im Jahr. Sonst fragen sich die Leute, warum dass diese nicht Ferien machen. Ja gut, es gibt ja 1000 Beispiele, ihr wisst, was ich meine. Wir sind da voll turbo eingestellt. Ob wir das wollen oder nicht, wir haben Mühe, Nein zu sagen, wir haben Mühe, uns abzugrenzen, wir haben so viele Beschäftigungen, wir haben Vereine, wo wir dabei sein müssen. In der Kirche wäre es auch schön, wenn wir mitmachen. In der Schule wäre es gut, wenn wir uns engagieren. Und unsere Kinder müssen ein Instrument lernen und eine Sportart ausüben. Und das ist auch ein Stress. Und so sind wir gefangen in einer Gesellschaft eigentlich, die uns vorgibt, wie wir zu leben haben. Und wir haben das eigene Denken ein bisschen verloren, vor allem dieses Denken, will ich das eigentlich, was hier passiert? Will ich das wirklich, was hier mit mir geschieht? Will ich bei all diesen Sachen mitmachen? Und so erlebe ich es immer wieder und sehe ich es aus und habe ich lange in meinem Leben gesehen, dass ich einfach mit einem Strom mitgelaufen bin, ohne groß selber zu denken. Ein Strom, der sagt, wie man es macht. Und diesen Strom, ja, dem folgen wir, dann geht es uns gut. Dieser Komfort hier, all die Möglichkeiten, die unser Land uns bietet, die sind gut und wir können dankbar sein dafür, aber es sind nicht immer die Sachen, die Gott von uns möchte. Jetzt denkst du vielleicht, ach, deshalb frage ich ja Gott nicht, sonst muss ich nach Afrika oder was auch immer. Aber es ist so wichtig in unserer Gesellschaft, dieser Vers, be still. And know that I am God. Ich konnte lange nichts mit diesem Vers anfangen. Er war für mich einfach nicht realistisch. Ich wusste nicht, dieses Stille sein, was heißt das denn? Ich bin ja still, ich spreche ja nicht die ganze Zeit. Da kann ich Auto fahren dazu und Gott anbeten. Ich kann ja kochen und Gott anbeten. Ich kann ja joggen und Gott anbeten. Das können wir alles. Aber Frauen, ich sage euch was, es ist ein Unterschied, auf diesen Stuhl zu sitzen und nichts zu tun. Weil das ist so schwierig. Wie
wie wir vorhin im Theater gesehen haben, es kommen 100.000 Gedanken. Ich sehe die Wäsche, ich sehe den Haushalt, ich sehe das. Zu sitzen und zu warten, bis Gott spricht. Es ist so schwer. Und ich weiß, warum es so schwer ist, weil sich ein großes Geheimnis in diesem Stillsein verborgen liegt. Und das Geheimnis, das heißt, der Vater wartet in der Stille auf uns. Er wartet in der Stille auf uns. Er ist ein Gott, der Beziehung will zum Mensch. Er hat uns zu sich gezogen, damit wir uns ihm hinwenden. Damit sich unser Leben um ihn dreht und nicht Gott, ich bin da, könntest du bitte schauen, dass es mir gut geht. Das ist nicht Gottes Aufgabe. Gott ist nicht da, um uns Frauen, Menschen glücklich zu machen, uns unsere Wünsche zu erfüllen. Das ist ein verkehrtes Denken. Gott hat uns zu sich gezogen, damit wir in diese Ruhe zu ihm kommen. Und aus dieser Ruhe heraus, aus dieser Beziehung zum Vater, werden wir glücklich werden. Amen. Ihr dürft gerne auch Amen sagen, wenn ihr das gut findet. Ja, und sonst war es jetzt nicht so gut, weil es war sehr still. Amen, oder? Ja, ich weiß, es ist eine taffe Aussage, aber es ist einfach wahr. Ich musste das schmerzhaft lernen, dass es so ist. Weil Frauen, wenn wir werden Gott in unserem Alltag, wenn wir waschen, bügeln, einkaufen, kochen, Kinder erziehen, arbeiten, was auch immer, nicht gleich gut hören, erkennen und sehen, wenn wir ihn nicht in dieser Stille kennengelernt haben. Ich möchte diesen Satz nochmal sagen, wir werden Gott in unserem Alltag nicht gleich gut erkennen, verstehen und erleben, wenn wir ihn nicht zuerst in der Stille kennengelernt haben. Ich höre Gott nicht beim Kochen, wenn ich keine Beziehung zu ihm habe vorher. Dann kenne ich seine Stimme nicht. Ich höre ihn nicht beim Joggen. Oder vielleicht nicht so, wie wir ihn so gerne hören möchten. Ja, wie viel schreien wir zu Gott. Herr, ich brauche dich. Du siehst, morgen habe ich diese Prüfung und schnell beim Autofahren. Und jetzt musst du mir eine Antwort geben, wie es weitergeht. Und dann spricht Gott nicht und du bist enttäuscht, dass er nicht spricht. Aber weißt du, vielleicht spricht er und du kennst einfach seine Stimme zu wenig. Weil du dir nicht Zeit nimmst, um ihn zu lieben, um dich von ihm lieben zu lassen, um wirklich herauszufinden, was er von dir will. Das ist ein Unterschied. Und ich glaube, da drin ist eine große Wahrheit versteckt, dass diese Stille zuerst kommt. Und dann, Frauen, dann weiß ich, dass wir ihn in unserem Alltag erkennen. Wenn wir einkaufen gehen, dass du auf einmal einen Impuls hast und du weißt, das ist die Stimme von deinem Vater, der dir was aufs Herz legt. Wenn wir ein wirklich erfülltes Leben leben wollen, ein Leben, das Sinn macht, dann müssen wir lernen, innezuhalten, ruhig zu werden und zu warten, was Gott uns sagt. Ich hatte lange in meinem Leben, hatte ich nie erfüllte Tage. Aber das merkte niemand, mir ging es gut. Ich war quick, lebendig, ja, wie man so schön sagt. Aber am Abend fiel ich viel ins Bett und in meinem Herzen war so ein Hunger, eine Sehnsucht nach mehr und ich wusste nicht, wie ich die stillen soll. Ich war eine Unzufriedenheit. Hey, ist das alles? Das kann ja nicht sein. Was mache ich eigentlich in diesem Leben? Aber der Punkt ist, es drehte sich alles um mich. Ich habe alle meine Wünsche erfüllt. Ich habe alles aus eigener Kraft erfüllt. Ich habe alles so gemanagt, dass es für mich stimmt. Und das bringt keine Erfüllung. Be still and know that I am God. Sei still und erkenne, dass ich der Herr bin. Ich bin der Herr. Ich habe dich gemacht. Mich zu fragen, ist das Beste, was dir passieren kann. Bei mir zu sein, ist das, was du brauchst, liebe Tochter. Weil aus mir heraus wirst du ein erfülltes Leben bekommen. Es ist das Geheimnis der Beziehung. Und versteh mich nicht falsch, es gibt Zeiten im Leben immer wieder, wo sehr vieles läuft, wo wir stressige Zeiten haben, auch mit den Kindern, ich weiß es. Und wo wir nicht einfach alles absagen können und alles einfach so ganz klar. Aber ich glaube wirklich, dass wir einen Lebensstil kreieren können, wo Gott
einen Mittelpunktposition in unserem Leben bekommt. Das heißt, dass er meine Zeit zuerst bekommt. Und wenn ich das begreife, dass er da ist, um geliebt zu werden, dass Gott zuerst war, dass er mich zu sich gezogen hat und nicht ich zu ihm gehe, damit es mir besser geht, dann wird es eine ganz neue Dimension geben in deinem Leben. Da gehst du nicht einfach zu Gott, weil du profitieren willst und denkst, okay, ich mache jetzt wieder stille Zeit, ich will schließlich, dass es mir besser geht. Das ist, ja, kann auch eine Motivation sein. Aber das Geheimnis ist, er wird dich in dieser stillen Zeit abholen. Er wird zu dir sprechen, er wird dich lieben, er wird dich herstellen. Dass du dadurch ein gesegneteres Leben bekommen wirst, ein erfüllteres Leben. Dieses stressige, rastlose Leben, das kannte ich sehr lange, bis vielleicht 27 Jahren. Meine Agenda, die war bis zum Rand gefüllt mit Terminen. Ich war viel am Abend weg. Mein Mann war viel zu Hause und hat zu den Kindern geschaut und mich wirklich auch freigesetzt, dass ich Worship machen konnte. Und da ich Leiterin war, hatte ich auch dann viele Termine noch am Abend. Und wenn ich dann zu Hause war mit den kleinen Kindern, ich konnte mich fast nicht stillhalten. Ich musste immer abmachen oder ging zu den Eltern oder machte irgendetwas. Ich wollte einfach nicht allein sein. Ich wollte, dass irgendwas läuft. Und am Wochenende hatten wir Besuch. Irgendwie Freitag, Samstag, Sonntag gingen wir zu Besuch. Einfach, ich schaute, dass immer irgendwas läuft in meinem Leben. Und mein Kopf, der war immer am Rotieren. Also immer so. Vielleicht kennst du das einfach. Unaufhörlich, es ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Und trotzdem lässt du es zu, weil du so viele Sachen machen willst. Und diese Ruhe, diesen inneren Frieden, wo die Bibel davon spricht, ich kannte das nicht, war für mich ein Fremdwort. Was ist das, diese Ruhe? Eigentlich wollte ich sie haben, aber ich dachte, ja gut, keine Ahnung, wie ich das bekommen kann. Und ich war zu dieser Zeit Worship-Leiterin, eine gute Christin, aber mein Glaube, ich kann es euch sagen, er war tot. Er war tot. Ich kann es nicht anders sagen. Das hat niemand gewusst, aber ich habe Worship geleitet mit einem Glauben hinter mir, der tot war, weil ich kannte Gott nicht. Ich kannte nicht die Bibel. Ich wusste nicht, dass dieser Gott wirklich gut ist. Ich wusste es vom Hören sagen. Ich wusste es, weil man es sagte von den Predigten. Ich wusste, dass man ihm vertrauen kann. Aber ich wusste, dass wenn was kommt in mein Leben, das mir den Boden unter den Füßen wegzieht, wenn vielleicht mein Mann stirbt oder ein Kind stirbt oder wenn eine Krankheit kommt, ich wusste, ich bin niemand mehr. Dieser gute Vater, ich wusste das vom Hörensagen, aber ich kannte ihn nicht, dass er ein guter Vater ist. Die Bibel, die war für mich ein langweiliges, totes Buch. Es war für mich einfach nicht attraktiv. Mein Leben war soweit in Ordnung, es war alles gut, deshalb ging es mir gut. Weil ich es selber managen konnte. Und es machte mir Angst, dieser Gedanke, dieses Gefühl, was ist, wenn was anderes kommt. Weil ich sah, dass Schicksalsschläge nicht vor Christen Halt machen. Aber was ich sah, waren Menschen, die verbitterten, wenn ein Schicksalsschlag kam. Und ich sah Menschen, die an Gott festhielten. Und ich wusste, das will ich. Sie haben was. Sie haben Gott festhielten. Sie wussten, mit dir, Gott, kann ich auch durch dunkle Täler gehen. Du verlässt mich nicht. Der Tod, wo ist dein Stachel? Er kann mir nichts antun. Ich wusste in meinem Herzen, das will ich haben. Aber wie, Vater, wie mache ich das? Meine Zeit mit Gott, das war unmöglich. Ich konnte mir keine 2 Minuten stillsitzen. Das war wirklich ganz krass. Und ich realisierte erst später, warum, dass ich das nicht konnte. Ich wollte mich nicht mit mir auseinandersetzen. Ich wollte nicht überlegen, wo bist du, Maria? Wer bist du eigentlich? Wo wären Punkte in deinem Leben, wo nicht okay sind? Wo wäre es Zeit, aufzuräumen? Ich wollte mich nicht mit mir selber identifizieren. Es war besser, mich über das zu definieren, was ich machte. Und dann, irgendwann kam dieser Punkt, dass ich, mein Mann und ich immer mehr über dieses Thema sprachen, einfach diese Unzufriedenheit. Und dann legte Gott uns aufs Herz, einmal an einem Abend merkten wir ganz stark, dass wir ein Jahr Auszeit machen müssen, einfach weg von allem. Und ich wusste, also wenn ich das mache, dann das ist verrückt. Ich wollte mein ganzes Leben organisieren und planen. Ich wusste, wenn ich alles loslasse und ein Leben weggehe und einfach fortgehe, dann wird alles anders werden. Und dann haben wir begonnen zu suchen. Wir wollten in eine Church gehen, wo wir wieder ein Internship machen konnten oder mitarbeiten konnten. Und Gott schloss alle Türen. Ja, alles ging zu.
Und bis wir an diesen Punkt kamen, dass wir einfach wussten, wir gehen zu IHOP, das ist in Kansas City, das ist, heißt International House of Prayer. Die haben einen Gebetsraum, der seit etwa 17 Jahren nonstop ist dort Worship und Gebet. Und die Leute kommen einfach dorthin, um Gott anzubeten und Zeit mit ihm zu verbringen. Das Einzige, als wir nach Amerika gingen, war, wir sind jetzt ein Jahr hier. Wir machen nichts, außer Zeit mit Gott zu verbringen in diesem Gebetshaus. Und Zeit mit der Familie. Meine Agenda war leer, ein Jahr. Das war für mich furchtbar schlimm. Und trotzdem wusste ich, ich muss einen Schritt aufs Wasser wagen, weil ich weiß, Gott wird dort zu finden sein. Und so war es. Gott war dort zu finden, in dieser Wüste. Es war für mich eine Wüste am Anfang. Dieses halbe Jahr, ich kämpfte mit Heimweh, ich kämpfte mit Verlassenheit, mit absolutem Zerbruch von meinem großen Stolz, wer ich eigentlich bin. Gott hat mich noch einmal total gebrochen, und zwar auf eine wunderbare, liebende Art, so wie der Vater ist. Er bricht wunderbar, weil wenn er bricht, dann kann was Neues entstehen. Und er hat begonnen, in mein Leben zu sprechen, mir zu sagen, wie sehr, dass er mich lieb hat. Ich wusste das vorher nur vom Hören sagen. Und auf einmal hörte ich diese Stimme und ich wusste, es ist Gott, der mir sagt, Maria, ich liebe dich. Ich liebe dich. Und am Anfang von Jahr war ich in einem Prophetie-Ministry und sie haben für mich auch gehört und dort kam dieses Ich liebe dich. Und im Jahr immer wieder und dann am Schluss gingen wir nochmals zu diesem Prophetie-Ministry und haben einfach nochmal so für zurück in die Schweiz nochmal eine Prophetie abgeholt. Und das Erste, was dieser Mann sagte dort, war, ich habe wirklich den Eindruck, Gott will dir sagen, he loves you. Und ich verdrehte die Augen und dachte, ja, jetzt weiß ich es dann. Also, Gott, gib mir was anderes. Ich will hören, was weitergeht. Aber so ist Gott eben nicht. Und ich wusste dieses, ich liebe dich. Es ist meine Identität. Gott liebt uns. Das ist unsere Identität. Und wenn wir was begreifen müssen, dann ist es, dass wir komplett geliebt sind. Amen. Wisst ihr, wir sind komplett geliebt. Wir müssen ihm überhaupt nichts bringen. Ihm sind unsere Talente völlig egal, wenn wir uns nicht geliebt fühlen. Sie sind ihm so egal, wenn wir nur aufbauen, um irgendjemandem zu genügen. Sie sind ihm sogar egal, wenn wir sein Reich bauen, ihn aber nicht kennen. Er will uns. Er weiß, dass Frauen und Menschen, die wissen, dass sie geliebt sind, dass sie sicher stehen, auch wenn Stürme kommen, es fegt sie nicht mehr weg. Weil Stürme kommen im Leben, ja, die kommen, die können wir nicht vermeiden. Aber Menschen, die wissen, dass Gott ein guter Gott ist, der bleibt gut, auch im Sturm. Und der bleibt auch gut, wenn es nicht immer so kommt, wie ich es möchte, wie mein Wunschkonzert aussieht. Der bleibt auch gut, wenn er mich challenged, wenn er mich ausdrückt und was Neues hervorkommen kann. Er meint es so gut mit uns, er ist so ein wunderbarer Vater. Und das ist meine Hauptbotschaft heute Abend. Wir müssen uns wirklich bewusst sein, wie sehr, dass er uns liebt. Und er möchte, dass wir erkennen, was er für uns möchte. Das ist das Potenzial, das wir haben. In diesem Willen vom Vater zu laufen, zu erkennen, wie viel Power er für uns hat, wie viel gute und manchmal auch andere Wege er für uns vorgesehen hat, was das Beste ist für uns. Die Bibel wurde lebendig für mich. Auf einmal konnte ich lesen. Ich habe Lieder geschrieben und Predigten begonnen zu schreiben. Und Gott hat mir eine ganz spezielle Geschichte aufs Herz gelegt. Auch die Geschichte von Maria und Martha, ihr kennt sie. Und für mich war es natürlich speziell, dass ich noch Maria hieß. Und irgendwann fragte er mich, Maria, schau, ich will wirklich, dass du eine Maria bist. Ich habe genug Marthas. Aber Maria zu sein ist besser. Und jede Martha kann zur Maria werden. Weil die Maria, die erkennt, wenn ich da bin. Sie erkennt das wirklich Wichtige. Sie kann Arbeit lassen bleiben. Sie kann ganz fokussiert kann sie sehen, was jetzt wichtig ist und kann für das gehen. Sie hat gesehen, dass ich im Haus bin und hat alles liegen lassen und mich gesucht. Ich will, dass du meine Maria bist. Vielleicht spricht diese Geschichte auch zu dir heute Abend. Du kannst dich fragen, bin ich eine Maria oder bin ich eine Martha? Die macht und tut und überhaupt. Und Gott ist eigentlich da in deinem Haus. Er sitzt da und wartet auf dich, dass du zu ihm kommst. Und du bist am Umherhuschen und Machen und Tun und siehst gar nicht, dass er da ist. Um dir zu sagen, Karin, ich liebe dich. Heike, ich liebe dich. Andrea, ich liebe dich. So schön bist du da.
Ich habe ein Motto heimgenommen von Amerika, und das heißt Less is more. Weniger ist mehr. Nicht möglichst viel machen, sondern das Richtige machen. Und für das muss ich die Stimme vom Vater kennen. Für das muss ich wissen, was er von mir möchte. Für das muss ich Zeit haben, um zu hören, um still zu werden. Innezuhalten und sagen, Vater, ich habe hier eine Anfrage. Soll ich das tun? Ich habe ein Jobangebot. Was denkst du darüber? Vater, meine Kinder, ich weiß gerade nicht, wie erziehen. Es ist so schwer für mich. Was brauchen sie? Die Lehrerin, was braucht sie? Herr, dieser Fußballclub, ist das wirklich was für meinen Jungen? Ist es das? Gibt einen anderen Weg. Das gibt uns ganz eine neue Perspektive, wenn wir beginnen zu fragen. Und weißt du, ich weiß, Fragen machen wir noch viel, aber warten auf eine Antwort. Ja, das ist der Punkt. Weißt du, ich spreche so von meinem Leben, deshalb war dieses, ich will niemandem zu nahe treten. Ich spreche wirklich von meinem Leben. Wie viel habe ich Gott schon gefragt und überhaupt nicht gewartet? Und das mache ich sehr viel, leider immer noch. Weil ich einfach auch immer wieder lernen muss, innezuhalten und zu warten, dass Gott mir Antworten gibt. Und er macht es. Aber er will, dass wir lernen, still zu werden. Weil in diesem Sessel, in diesem Stillsessel ist nicht nur, Herr, da bin ich komme jetzt mit all meinen Fragen und jetzt warte ich 5 Minuten und dann musst du sprechen. Es passiert viel mehr. Am Anfang saß ich im Prayer Room 10 Minuten, 20 Minuten und ich schaute die Leute ein bisschen an und dachte, okay, schön. So, soll ich jetzt wieder gehen? Ja gut, 20 Minuten halte ich schon noch ein bisschen aus. Gut, ich nehme mal die Bibel hoch, mal schauen. Ja gut, das interessiert mich auch nicht. Gut, ich gehe wieder. Und dann kam ich wieder zurück am nächsten Tag. In einer Woche wieder, in 2 Wochen wieder und auf einmal saß ich da. Und ich konnte nicht mehr gehen, weil Gott begann zu sprechen. Schau, der Punkt ist, er will sehen, ob es uns ernst ist, ihn zu suchen. Er will, dass wir ihn wirklich suchen, dass wir Ausdauer haben, ihn zu suchen. Er will, dass wir es uns wert sind, ihn zu suchen. Dass wir wirklich Hunger haben nach mehr von ihm. Und er wird kommen, nicht so, wie du denkst. Nicht auf Kommando, nicht auf Knopfdruck, aber in seiner liebenden Art. Als ich zurückkam nach Hause, war wirklich die erste große Frage, was mache ich denn jetzt alles? Was mache ich nicht mehr? Und ich habe wirklich begonnen, mein Leben abzuschneiden, Sachen wirklich nur noch zu tun, die Gott mir aufs Herz legt. Und in Amerika hat mir eine Frau gesagt, es ist wichtig, dass ihr schaut, dass dieser Bauernhof von deinen Eltern in deiner Familie bleibt. Und ich dachte, ja gut, das ist schön, ich werde es weiterleiten. Ich habe 2 Geschwister, einen Bruder und eine Schwester, beide kommen nicht in Frage, den Hof zu übernehmen, und das habe ich sehr lange ignoriert. Dann kamen wir nach Hause und mein Papa hat mir gesagt, diese Frau hat noch gesagt in Amerika, diese Bauernhöfe, there will be places of refuge. Das werden Plätze sein, Orte sein, wo Menschen Zuflucht finden können. Und das hat mein Herz so stark berührt. Dann kam ich nach Hause und mein Papa hat mir dann irgendwie erzählt, als ihr weg wart, hatte ich 3-mal denselben Traum, dass Leute auf diesen Hof kommen und Zuflucht finden hier. Und ich dachte so, schön, wunderbar. Aber ich wusste, mein Papa wird pensioniert im nächsten Jahr. Und ich dachte so, gut, jetzt müssen wir wirklich schauen, wer diesen Hof übernehmen kann. Und noch dann war ich total zu, wirklich für diese Option. Und dann kamen immer wieder Zeichen und wo Gott sprach. Und irgendwann habe ich gesagt, Herr, wenn du wirklich willst, dass wir das sind, dann sage ich dir was, dann musst du mein Herz mitnehmen. Dann bitte ich dich, nimm mein Herz mit. Ich habe wirklich gesagt, ich will nie das tun. Und Gott hat mir gesagt, schau Mariel, wenn du über Sachen in deinem Leben sagst, das mache ich nie. Oder das ist sicher so. Dann kann ich nichts mehr tun. Ich möchte, dass du dieses nie brichst über deinem Leben und ich verspreche dir, dass ich dich abholen werde. Und ich habe dieses nie gebrochen dort und gesagt, okay Herr,
Ich löse diese Aussage, dass ich gesagt habe, nie. Ich löse all diese Festlegungen über meinem Leben, dass es so sein muss oder so ganz bestimmt nicht. Ich löse es und ich sage dir hier, Vater, du kannst machen, was du willst mit meinem Leben, aber nimm mein Herz mit. Und als ich das gesprochen habe, war es wie, als wenn Scheuklappen aufgehen würden. Und auf einmal sah ich breiter. Ich sah alles, was kommen konnte. Und vieles war ungewiss. Und heute lebe ich auf diesem Hof und ich hoffe von Herzen, dass Gott uns noch lange nicht wegruft und schon wieder an den neuen Ort ruft. Es ist das Beste, was mir passieren konnte, zurückzugehen auf den Bauernhof, eine Bäuerin zu werden, was ich nie wollte. Und heute bin ich eine Bäuerin. Heute haben wir die Kühe das erste Mal rausgelassen und ich musste mithelfen. Da habe ich mir extra die Nägel lackiert, dass man nicht so sieht, dass sie schmutzig sind. Genau, einfach, dass ihr das euch noch ein bisschen vorstellen könnt, wie mein Leben aussieht. Dieser Bauernhof, ich hätte ihn nie ausgewählt, aber Gott wusste, es ist das Beste für mich. Und Gott sei Dank habe ich gelernt, Gott zu hören, seine Stimme zu kennen. Wo wäre ich denn heute sonst? Vor einer Woche kamen wir nach Afrika nach Hause. Ich wollte nie auf Afrika. Vor einem Jahr hat Gott gesprochen zu meinem Mann und ich, mir, und gesagt, geh dorthin, es ist wichtig. Wir sind gegangen. Ich weiß heute nicht weshalb, aber es war gut. Und dann hat Gott mir auch aufs Herz gelegt, nach 10 Jahren zu künden im ICF. Ich wusste nicht weshalb, es gefiel mir im ICF. Ich hätte mir auch vorstellen können, noch was anderes zu machen. Und auch mein Pastor hat gesagt, bleib doch, ich hätte für dich noch was anderes. Und ich habe gesagt, nein, schau, es geht weiter. Ich weiß nicht, was kommt, aber ich will einfach gehorsam sein. Und heute merke ich, dass ich gar nicht anderen Orten, anderen Gemeinden könnte ich gar nicht predigen, wenn ich noch angestellt wäre, weil ich am Sonntag sonst im Einsatz wäre oder auch am Samstag. Ich wäre viel mehr gebunden. Und das wusste ich dann zumal nicht. Und das ist so krass. Oder auch ein kleines Beispiel, wo ich das einfach euch erzählen möchte, dass ich einfach heute zu Hause sein kann, viel mehr mit den Kindern. Das ist für mich so wichtig, jetzt eben Zeit zu haben, auch in diesem Alter, wo sie größer werden, das wirklich sie dorthin durch zu begleiten, auf dem Hof helfen zu können, wo es mich braucht. Meinen Mann jetzt freizusetzen mehr und damit er machen kann, arbeiten kann und ich mehr zu Hause bin. Und dann begleiten wir auch Leute, Ehepaare. Und auch da, ich merke immer wieder, dass Gott sie uns einfach bringt. Und weil wir Zeit haben, können wir einfach Ja sagen. Wir erleben immer wieder, dass Leute uns sagen, habt ihr denn Zeit überhaupt? Und ich sage immer, ja, klar, wir haben Zeit, wir haben nichts los, kommt doch. Und die Menschen sind immer so erstaunt, weil viele haben nicht Zeit für Spontanes. Und ich habe gelernt, ich muss spontan sein, ich muss Zeit haben für Spontanes. Ich habe an einem Morgen, das war vielleicht jetzt ein halbes Jahr her, war ich am Putzen, das Badzimmer am Putzen. Und dann kam mir eine Frau in den Sinn und die ist mir schon mehrmals in den Sinn gekommen. Eine Frau aus unserer Gemeinde, der es nicht so gut geht. Und ich wusste, dass ich sie wahrscheinlich mal besuchen gehen muss. Aber ja, wie es halt so ist, ich dachte dann immer, ja gut. Ja gut, Gott hat noch nicht so klar gesprochen. Jetzt, es war jetzt auch nicht gerade so das, was ich jetzt tun wollte. Und dann kam sie mir wieder in den Sinn und dann habe ich den Putzlappen hingelegt und gesagt, Herr, wenn es wirklich von dir ist, ich mach's, ich gehe wirklich hin. Ich will aber wissen, dass es von dir ist und dass du mich dort gebrauchen kannst in diesem Leben von dieser Frau, weil ich weiß, das bedeutet Investition. Und ich ging in die Küche nach dem Putzen und dann hat sie mir geschrieben, diese Frau. Und sie hat gesagt, und sie hat mir noch nie geschrieben, Maria, du hast ein Lied geschrieben, das hat mich sehr berührt, darf ich das haben? Mir geht es momentan nicht so gut. Das war meine Antwort. Und das sind einfach kleine Sachen. Und gell, ich bin noch dran, ich höre Gottes Stimme. Ich finde noch viel zu wenig, ich will ihn noch viel mehr hören in meinem Alltag. Meine Frage an dich, wer bist du? Bist du eine Martha oder eine Maria? Vielleicht bist du an einem Punkt in deinem Leben, wo dir alles zu viel wird und dir alles über den Kopf wächst, weil du hier und da engagiert bist. Aber du weißt nicht, wo du abschneiden willst. Du weißt nicht, was du aufhören willst. Du merkst einfach, dass es dir alles zu viel wird. Und vielleicht bist du auch eine Person, die mit dem Strom der Gesellschaft einfach mitläuft. Karriere, Haus, gutes Ansehen und doch fühlt sich dein Leben leer an. Du wünschst dir mehr, aber weiß nicht, wo es zu holen ist. Und vielleicht bist du an einem Punkt in deinem Leben, wo du Sachen machst, wo du, wenn du ganz ehrlich wärst, eigentlich nicht machen möchtest. Aber du getraust dich nicht, Nein zu sagen, abzusagen. Wegen den Menschen, was sie denken könnten.
Und vielleicht machst du auch, damit du Anerkennung bekommst, dass du dich als jemand fühlst, weil es dir gut tut, Komplimente zu bekommen. Und vielleicht fällt es dir auch schwer, Nein zu sagen, und deshalb machst du 100 Sachen, die dich gar nicht erfüllen, sondern im Gegenteil. Du hast zu wenig Zeit für die wirklich wichtigen Sachen. Und Frauen, die ihr jetzt hier seid und verheiratet seid und Kinder habt, wenn etwas Priorität in unserem Leben ist, dann ist es die Ehe, die Familie. Immer. Ich bin hundertprozentig von dem überzeugt. Wie wollen wir Gottes Reich bauen, wenn unsere Ehen zu Hause kaputt gehen? Und für die Männer gilt genau dasselbe. Wie wollen wir Gottes Reich außerhalb bauen, wenn unsere Familien nicht gesund sind? Wenn unsere Kinder nicht gesund sind? Wenn wir sie vernachlässigen und anstattdessen irgendwas machen? Ich glaube, es beginnt zu Hause und es ist ein wunderbar wichtiger Dienst, den du nie unterschätzen darfst. Und vielleicht bist du aber auch in einer anderen Situation. Nämlich, dass du dein Leben total langweilig findest und irgendwie sinnlos. Dir fehlt die Vision und ein konkretes Ziel. Du weißt nicht wohin, was du tun sollst, was Gott von dir will. Verwirrung. Du möchtest mehr bewegen, verändern um dich herum und weißt nicht, wo beginnen. Du hast keine Kraft dazu. Vielleicht bist du immer wieder am Ende, auch mit deinen Kräften oder antriebslos oder verspürst auch Depressionen und hast das Gefühl, Gott kann dich nicht gebrauchen. Er gebraucht die Schwachen. Vor allem die, die wissen, dass sie ohne Gott nichts können, aber mit Gott alles. Er braucht die, die vor seine Füße kommen und sagen, da bin ich her. Ich kann nichts tun. Durch die will er sein Reich bauen. Vielleicht kannst du dich identifizieren mit einer Situation oder du hast deine eigene Situation. Und ich möchte dich einfach heute herausfordern, dass du Gott fragst heute, was für dich heute ansteht. Bist du dort, wo er dich haben will? Weißt du das? Ist dein Leben ein Gewinn? Möchtest du in diese Zeit zum Vater gehen und ihn suchen? Wir hoffen, dieser Podcast hat dir geholfen, mehr über Gott und dich selbst zu erfahren. Mehr Infos über ICF Karlsruhe findest du auf unserer Website www.icf-karlsruhe.de.